Beschreibung der wichtigsten Elektronenröhren in Aufbau und Funktion. Teil 3 von 3. Aufgrund der detaillierten Bilder und Videos empfiehlt es sich, dieses Video in der HD oder besser 4K-Variante anzuschauen. Der amerikanische Tuning Indicator oder umgangssprachlich Cat's Eye wurde 1932 bei RCA von Alan Balcom Dumont entwickelt, als 6E5. Dieser Röhrentyp wurde genutzt, um den Empfang bei Radios optimal einzustellen. Den Namen bekam diese Röhre, weil sich die öffnende Leuchtschicht an ein Katzenauge erinnert. Die hier abgebildete 6E5 ist von Marconi in RCA-Lizenz gebaut. Und da alles Neue in Deutschland magisch ist, auch schon vor der Entdeckung des sogenannten Neuland durch Mutti, haben diese Röhrentypen in Deutschland den Sammelbegriff magisches Auge. Die abgebildete AM1 von Valvo wurde 1936 von Philips auf den Markt gebracht. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes magisches Auge oder offiziell eine Abstimmanzeige. Die AM1 ist ein sogenanntes Abstimmkreuz, dessen vier Flügel sich gleichsam öffnen oder schließen. Die AM1 wurde 1936 entwickelt. Sie ist eine einfache Aussteuerungsanzeige. Die AM2 ist einer der Nachfolger der AM1, entwickelt 1937. Das Leuchtbild ist aber kein Kreuz mit vier gleichen Flügeln wie bei der AM1, sondern es werden nur zwei gleich große Schatten angezeigt. Die AM2 wurde 1937 entwickelt. Sie ist ebenfalls eine einfache Aussteuerungsanzeige. Die EFM11 von 1938 ist vom Leuchtbild her ähnlich der AM2 bzw. EM2, verfügt aber intern über eine Pentode zur Vorverstärkung anstatt einer Triode. Außerdem verfügt die EFM11 über den damals neu eingeführten Stahlröhrensockel. Die EFM11 ist eine Anzeigeröhre mit integrierter Pentode zur Vorverstärkung.
Die EM84 von 1957 ist kein magisches Auge mehr, sondern eine Balkenanzeige. Der Balken öffnet und schließt sich von der Mitte der Röhre nach beiden Seiten. EM84 von 1957. Die EM800 von 1967 ist ein sehr später Vertreter dieser Röhrenform. Der Balken startet vom unteren Ende der Röhre nach oben. Eine andere Bezeichnung für die EM800 war unter anderem auch Thermometeranzeige oder Thermometerröhre. EM800 von 1967. Die EM71 und EM72 wurden Ende 1949 entwickelt. Sie gehörten zu den sogenannten magischen Fächern, deren Schatten von der Mitte der Röhre geöffnet wurden. Beide Röhren haben das gleiche Leuchtbild mit einer Ausnahme. Die EM72 wurde zur Ansteuerung von Bandmaschinen eingesetzt und hatte eine Lücke in der Leuchtschicht. Wenn diese Lücke bei der Aussteuerung überwunden wurde, war die Aufnahme übersteuert. Die EM71 von 1949 ist auch eine einfache Aussteuerungsanzeigenröhre. Die EM80 von 1953 öffnet den Fächer von beiden Seiten aus. EM80 von 1953.
Die EM85 von 1952 wurde vor der EM80 entwickelt. Die EM85 öffnet den Fächer auch aus der Mitte der Röhre. EM85 von 1952. Die EM83 wurde 1956 in der DDR vom Funkwerk Erfurt entwickelt. Das Prinzip einer magischen Waage ist die gleichzeitige Anzeige von zwei Spannungen zum optischen Vergleich oder in einer Messbrücke. Die in Westdeutschland verkauften EM83 durch Wiederverkäufer wie RSD oder Ultron wurden allesamt in der DDR produziert. EM83 von 1957. Mit der EMM 801 war Telefunken nur der zweite Sieger bei den magischen Waagen. Diese Röhre erschien ungefähr erst 6 Monate nach der EM 83 und hatte eine optisch schlechtere Anzeige. EMM 801 von 1957. Ja, die Balken sind so schief. Anfang der 1950er Jahre begann die Entwicklung der rein elektronischen direkten Anzeige von numerischen Ergebnissen ohne Lampenfelder. Die bekanntesten Zahlenanzeigen sind die sogenannten Nixie-Röhren. Nixie ist ein Kunstwort für Numeric Indicator Experimental Number One, dessen Begriff wurde von der Firma Bureau Corporation als Warenzeichen eingetragen und steht seitdem als Sammelbegriff für diese Art von Anzeigeröhren. Die Nixie-Röhre IN18 aus sowjetischer Produktion ist aufgrund ihrer Größe eine stark gesuchte Röhre mit hohen Preisen.
An IAC ist die Funktion einer Nixie-Röhre sehr gut zu erkennen und zu erklären. Links in der Vorderansicht ist der Anodenkäfig gut zu erkennen, der alle Kathoden umschließt. Die Röhre ist mit dem Edelgas Neon gefüllt, mit einer kleinen Beimengung von Quecksilber, um das Zündverhalten zu verbessern. In der Seitenansicht auf der rechten Seite sind alle Ziffern zu erkennen. Jede Ziffer oder Symbol ist eine eigene Kathode. Wenn eine Spannung zwischen einer der Kathoden und der Anode angelegt wird, kommt es zu einer typischen Gasentladung mit einer Leuchtschicht über der Kathode. Dadurch wird das Symbol deutlich sichtbar. Sowjetische Nixie-Röhre IN18. Nixie-Symbolanzeigen funktionieren exakt genauso wie die Zahlenanzeigen. Sie werden meist bei Messgeräten benutzt, um die aktuell zu messende Einheit anzuzeigen. Die Vakuumfluoreszenzanzeige oder kurz VFD wurde Ende der 1960er Jahre entwickelt und ist eine echte Hochvakuumröhre. Die Anode besteht aus einer mit fluoreszierender Farbe beschichteter Elektrode, welche über einen Steuergitter direkt darüber moduliert werden kann. Die Kathode ist ein sehr dünner Heizfaden, fast unsichtbar darüber. Der Vorteil einer VFD ist, es wird nur eine sehr geringe Betriebsspannung benötigt, was den Einsatz in batteriebetriebenen Geräten erlaubt. Vor allem in den 1970er Jahren wurden sehr viele VFDs in den neu aufkommenden Taschenrechnern verbaut. Es gab diese auch als Mehrfachanzeige mit vielen Ziffern und Symbolen in einem gemeinsamen Glaskolben mit gemeinsamer Kathode. Für die ersten Anzeigen von numerischen Werten waren sogenannte Nomotronröhren in Gebrauch. Die Anzeige erfolgte über eine Klimmentladung und Speicherung des Zahlenwertes zusammen in einer etwas klobigen Röhre. Die DZ10 von Cerberus ist eine sogenannte Nomotronröhre, eine dekadische Zählröhre, entwickelt ca. 1953. Die Röhre besteht aus 10 Kathoden mit je 2 Hilfskathoden. Mit den Hilfskathoden ist es möglich, die Gasentladung der aktuell gezündeten Kathode weiterzuschalten. Die Kathoden sind kreisförmig angeordnet. Auf der Anode sind die Ziffern 0 bis 9 eingestanzt. Somit wird die aktuelle Ziffer auch optisch angezeigt. Diese Röhren wurden als Zähler eingesetzt. Die hier gezeigte DZ10 kann nur mit maximal 3 kHz betrieben werden. Spätere Zählröhren konnten bis zu in den Megahertz-Bereich betrieben werden, allerdings ohne direkte Anzeige der Zahlen. Die Röhre wird wie folgt beschaltet. Es gibt eine gemeinsame Anode. Das ist hier das Blech, in dem die Zahlen eingestanzt sind. Es gibt je 10 Kathoden.
Jede Kathode kann über einen Widerstand angeschlossen werden, um die Ziffern auch elektrisch abzufragen, also um zum Beispiel eine Nixie-Röhre parallel anzuschließen. Weiterhin gibt es die Hilfsanoden, Entschuldigung, die Hilfskathoden. Jede Kathode besitzt zwei Hilfskathoden. Das Prinzip ist, die Hilfskathoden werden mit einer positiven Spannung, hier 25 Volt, vorbeschaltet und der Zählimpuls wird kurzzeitig minus 50 Volt angelegt, um die Gasentladung weiterzuschalten. Die E1T ist eine der wenigen Trochotronröhren. Diese sind eine Mischung zwischen Bildröhre und Nomotron, haben aber keine eigene Logik zum Abfragen des aktuell angezeigten Zahlenwertes und sie sind auf zusätzliche Komponenten angewiesen. Das Prinzip ist, dass die Elektroden von der Kathode über eine komplexe Gitterkonstruktion zum Leuchtschirm der Anode gelenkt werden. Durch eine geschickte Koppelung ist es möglich, 10 verschiedene Zustände zu erhalten und damit die Ziffern 0 bis 9 anzuzeigen. Damit dies gelingt, ist aber ein sehr genaues Timing bei der Impulsfolge einzuhalten. Es wird empfohlen, einen sogenannten Impulsformer zu verwenden. Das ist die Doppeldiode auf der rechten Seite im Schaltplan. Dieser sorgt dafür, dass der Zählimpuls zum Übertrag auf die nächste Röhre die korrekte Spannung und das korrekte Timing hat. Die hier gezeigte XM1000 von Telefunken gab es nur als Laborserie. Telefunken verlor einen Rechtsstreit mit dem IEE, der Industrial Electronic Engineers, und musste alle bereits produzierten Röhren vernichten. Die NIMO-Röhren waren als Konkurrenz zur Nixie-Röhre gedacht, da sie besser ablesbar sind. Sie konnten sich aber nicht wirklich durchsetzen, da sie eine Anodenspannung von 3000 Volt benötigen. Es handelt sich um eine kleine Bildröhre. Es gibt 12 Lochmasken in der Röhre. Die Ziffer 0 bis 9, zwei Dezimalpunkte, einer rechts, einer links von der Ziffer. Diese projizieren dann das Bild auf den Leuchtschirm. Der Nachteil war neben der hohen Betriebsspannung, dass die Ziffern schnell einbrennen. Diese Art der Anzeigeröhre konnte sich nicht wirklich durchsetzen und ist bis auf wenige Geräte wieder verschwunden. Das Dekatron ist ebenfalls eine dekadische Zählröhre, allerdings ohne direkte Anzeige der Ziffern. Diese konnten nur elektrisch abgefragt werden oder durch Parallelschalten einer Nixie-Röhre. Eingesetzt wurden die Dekatron-Röhren in Frequenzzählern und Frequenzteilern. Elektrisch funktioniert das Dekatron exakt identisch wie die Nomotronröhre zuvor. Aufgrund der kleineren Abstände zwischen den Kathoden kann aber eine höhere Zählfrequenz erzielt werden und das Dekatron ist in der Lage, vorwärts und rückwärts zu zählen. Vorgestellt wird das Funktionsprinzip der elektrostatisch abgelenkten Bildröhre. Der Vorteil der elektrostatischen Ablenkung ist, dass die Ablenkplatten wie ein kleiner Kondensator behandelt werden können und somit sehr schnell geladen oder entladen werden. Also ist eine sehr hohe Frequenz der Ablenkung möglich, ohne nennenswerten Strombedarf. Was in der Anfangszeit der Bildröhre sehr wichtig war, da die meisten Verstärker- und Oszillatorröhren der damaligen Zeit keine sehr hohen Ströme verarbeiten konnten.
Der Nachteil ist aber, dass die Bildröhre sehr lang sein musste, da die Ablenkung nicht so stark ist, um einen größeren Bereich am Bildschirm abzudecken. Funktionsprinzip einer Bildröhre. Erklärt an einer Ionenbildröhre, Baujahr ca. 1905 bis 1910 und eine LB7 von 1941. Die Ionenbildröhre verfügt über eine Kathode. Diese ist nicht geheizt. Das ist der Pumpstutzen, um die Röhre zu evakuieren. Wobei das Vakuum ist nicht sehr hoch, die Röhre besteht noch einem geringfügigen Luftdruck, einen sogenannten Wellnill-Zylinder. Der Wellnill-Zylinder hat ein kleines Loch. Durch dieses Loch wird der Elektronenstrahl fokussiert. Der Wellnill-Zylinder ist gegenüber der Kathode negativer geladen. Eine Anode. Die Anode beschleunigt die Elektroden. Diese Röhre wurde eingesetzt in einem Elektrometer und verfügt deshalb nur über ein Ablenkpaar und der Elektronenstrahl wird als breiter Strahl ausgeführt. Deshalb hat die Anode kein Loch, sondern ein Muster in Form eines Schlitzes. In etwas Entfernung gibt es das Ablenkpaar. Dieses wird elektrostatisch geladen. Und der Elektronenstrahl wird entsprechend der Ladung nach oben oder nach unten abgelenkt. In weiterer Entfernung ist der Sichtschirm. In diesem Fall ist es eine Klimaplatte, die mit Phosphor beschichtet ist. Die Röhre ist ungefähr 63 cm lang und das beschreibt auch das Problem von elektrostatisch abgelenkten Röhren. Die Röhre selbst muss sehr lang sein, da der Elektronenstrahl relativ langsam ist, da keine zusätzliche Beschleunigung besteht. Modernere Röhren, wie die später gezeigte LB7, haben noch eine zweite Nachbeschleunigung, die dazu führt, dass die Röhre wesentlich kürzer ist. Die LB7 ist im Vergleich nur noch 18 cm lang. Das ist das Datenblatt der LB7. Moderne Bildröhren verfügen über eine indirekt geheizte Kathode, wie fast alle Röhren. Der Wellnill-Zylinder ist als G1 bezeichnet. Hier ist die Kathode. Das ist der Wellnill-Zylinder. Das hier bezeichnete Gitter 2 ist eine Fokussierelektrode, die den Strahl etwas fokussiert. Das ist die kleine Platte hier. Das ist Gitter 2. Das ist der Wellnill-Zylinder. Man sieht hier das kleine Loch für den Elektronenstrahl.
Hier ist die erste Beschleunigungsanode. Die ist hier eingezeichnet als A2. Entschuldigung, als A1. Dann kommen die Ablenkplatten für die Messplatten, also das ist die Y-Ablenkung, die haben eine höhere Empfindlichkeit als die X-Ablenkung, also die zeitliche Ablenkung. Man sieht auch in der Röhre selbst, dass die Platten für die Y-Ablenkung sind größer als die Platten für die X-Ablenkung. Die Graphitbeschichtung ist intern mit einem kleinen Metallfaden bzw. Metallklammer mit der zweiten Anode verbunden und sorgt für die weitere Beschleunigung des Strahls, dass also der Elektronenstrahl relativ schnell zum Schirm kommt und somit sehr zügig abgelenkt wird und auch kleinere Signale dargestellt werden. Der Schirm selbst besteht aus einer Phosphorschicht. In diesem Falle leuchtet sie grün. Es gibt auch Phosphore, die blau leuchten bzw. orange mit verschiedenen Nachhaltigkeiten. Also die Zeit, die der Strahl braucht, oder doof formuliert, die Nachleuchtdauer. Also ich belichte das Phosphor und der Punkt braucht einige Zeit, bis er vergeht. Also ich kleiner meine Nachleuchtdauer ist, umso höhere Auflösung kann ich zeichnen, weil der Strahl umso kürzer sichtbar ist. Die Betriebsspannungen sind relativ moderat für diese kleine Röhre. Die Beschleunigungsspannung der Anode sind 2000 Volt. Der Wendelzylinder wird ungefähr von minus 35 bis minus 75 Volt beschaltet. Und die erste Anode zur Beschleunigung ist mit 400 Volt. Die Ablenkempfindlichkeit ist in diesem Falle bei 1000 Volt Anodenspannung 0,14 cm pro Volt, also 14 mm, und bei 2000 Volt entsprechend kleiner 0,07 mm pro Volt. Und man sieht, dass die Zeitplatten, also die X-Ablenkung, ist etwas kleiner in der Auflösung, während die Y-Auflösung, also die Messplatten, eine höhere zeitliche Auflösung zulassen. Bei der Entdeckung der sogenannten X-Strahlen wurde gefragt, ob es überhaupt erlaubt ist, sowas zu sehen, also die inneren Organe des Menschen und den Knochenbau. Zu der hier abgebildeten Röntgenkugel und dem Röntgenschirm gibt es gleich ein eigenes Kapitel. Das Funktionsprinzip einer Röntgenröhre. Funktionsprinzip einer Röntgenröhre. Noch 1895 war unklar, wieso in der Nähe von sogenannten Kathodenstrahlröhren photochemische Platten belichtet werden. Der Physiker Wilhelm Conrad Röntgen hat versucht, diesem Phänomen auf die Spur zu kommen und wurde vom englischen Lord Kelvin der Charlatanerie bezichtigt. Diese Charlatanerie hat 1898 eine medizinische Revolution ausgelöst.
Röntgen nannte diese Strahlen X-Strahlen, weil er nicht wusste, was sie auslöst. Er hat testamentarisch verfügt, dass diese Entdeckung nicht nach seinem Namen benannt werden sollte. Was sind nun diese X-Strahlen? Röntgenstrahlung entsteht, wenn Elektronen hochbeschleunigt werden, also stark beschleunigt werden und auf Materie treffen. Dabei entsteht Bremsstrahlung, die in Form von sogenannter Gammastrahlung freigesetzt wird. Das Frequenzspektrum dieser Gammastrahlung hängt davon ab, wie stark die Elektronen beschleunigt wurden. Zuerst zum Grundprinzip. Eine Röntgenröhre besteht, wie eine normale Röhre auch, aus einer Quelle für die Elektronen, meistens eine geheizte Wolframkathode. Und einem Target, einer Anode. Das hier ist die Anode einer neuen Röhre, Röntgenröhre. Die Anode selbst ist aus Wolfram und eingelassen in Kupfer zur Wärmeabfuhr. Man sieht, dass innerhalb der Anode das Wolfram etwas geschwärzt ist. Das liegt daran, dass das Wolfram sehr stark thermisch belastet wird. Die Ionenröntgenröhre. Die ersten Röhren, die 1898 auf den Markt kamen, waren sogenannte Ionenröntgenröhren. Das heißt, die Röhre selbst hat kein Hochvakuum, sondern hat noch eine leichte Gasfüllung. Sie besteht aus einer Kathode, einem Pumpstutzen, um die Röhre zu evakuieren, und einem Getter, um eventuelle Reste zu absorbieren. Das hier ist das Getter. Das ist der Pumpstutzen. Diese Röhre ist eine Schulröhre zur Demonstration von aus den 60er Jahren. Das hier ist das Target, also sprich die Anode. Und das hier ist die sogenannte Anti-Anode. Das Problem ist, dass Elektronen so stark beschleunigt werden, dass sie die Anode durchschlagen und hinter der Anode eine Wolke bilden. Diese kann zu Störungen kommen, dass die erzeugte Röntgenstrahlung reflektiert wird. Und um das zu verhindern, werden diese Elektronen, Entschuldigung, mit der Anti-Anode eingefangen. Da dies eine Schulröhre ist, ist der Aufbau relativ einfach. Betrieben wird diese Röhre mit ungefähr 70.000 Volt. Meistens mit einem einfachen Funkeninduktor. Das hier ist eine echte Ionenröntgenröhre, gebaut von Wehnelt, ungefähr 1900. Man sieht hier auch, ist ein bisschen kompliziert, das Teil zu halten. Das hier ist die Kathode. Die Kathode ist schon auch stark geschwärzt aufgrund der starken Benutzung. Das ist die Anode.
Auch hier sieht man den Wolframkern, umgeben von Kupfer. Und das hier ist die Anti-Anode, die freie Elektronen einsammelt. Zusätzlich gibt es noch eine Regenerationselektrode, die benutzt wird, dieser Splatin. Jetzt fehlt mir die dritte Hand. Um auch wieder freigesetztes Gas in der Röhre möglichst zu absorbieren. Die Anti-Anode ist auch mit der Anode verbunden. Und auch diese Ionenröntgenröhre wird mit einem Funkeninduktor betrieben bei ungefähr 120.000 Volt. Das ist der Pumpstutzen. Luft- und strahlungsgekühlte Röntgenröhren. Da bei Röntgenröhren eine sehr hohe Energie freigesetzt wird, ist es nötig, dass die Anode aktiv gekühlt wird. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Meistens wird sie luftgekühlt, also mit einem aktiven Luftstrom durch den Kühlkörper der Anode. Das hier ist eine sogenannte Grenzstrahlenröhre, wie sie zur Mammographie benutzt wurde. Grenzstrahlen sind der unterste Bereich der Röntgenstrahlen und entsteht bei ungefähr ab 10.000 Volt Beschleunigung der Elektronen. Auch die meisten Röhren in Fernsehgeräten, wie die Gleichrichterröhre und auch die Bildröhre, setzen geringfügige Röntgenstrahlen frei. Dies wird meistens dadurch verhindert, dass die Röhren selbst mit Bleiglas beschichtet sind bzw. in einem Abschirmkäfig benutzt werden. Hier sieht man auch wieder die Anode aus Kupfer. Der Wolframkern ist innerhalb des Kupfers und die Kathode ist hier oben. Die Röhre selbst emittiert die Röntgenstrahlung durch Reflexion. Deshalb ist die Anode in diesem Fall oben. Seitlich sind die Anschlüsse für die Heizung. Links zu allen Röhren sind in der Beschreibung mit etwas besseren Fotos ohne die Reflexion des Lichts. Durchflussgekühlte Röntgenröhren. Eine Möglichkeit zur Kühlung ist auch eine aktive Wasserkühlung. Dies hier ist eine Röhre mit einer sogenannten Durchflusskühlung oder Durchlaufkühlung. Man sieht hier an der Röhre der Kalkbelag vom Wasser. Die Anode selbst wird durchflossen während des Betriebs, in diesem Fall von Wasser. Es gibt auch Röhren, die werden mit Öl durchflossen. Das ist eine Röhre aus einem Zahnarzt-Röntgensystem circa der 60er Jahre. Man sieht hier ganz gut den Aufbau des Röhrensystems selbst.
Nämlich zum einen der Kathode. Hier ist jetzt auch sehr schön der geheizte Wolframfaden zu sehen. Jetzt fehlt nur noch, dass die Röntgenröhre per laufender Kamera IOL wird. Und man sieht auch sehr schön die Anode und vor allem auch der Brennfleck der Anode, weil das Wolfram während des Betriebs sehr stark belastet wird. Wolfram hat einen Schmelzpunkt von 3422 Grad Celsius und wird meistens mit Rotglut betrieben. Diese Röntgenröhre wird auch bei ungefähr 80 bis 100.000 Volt betrieben. So, jetzt kommen wir zu den harten Sachen. Das ist eine sogenannte Therapie-Röntgenröhre von Siemens. Sie spezifiziert für 300.000 Volt und ist ebenfalls mit Durchflusskühlung ausgestattet. Hier ist der Anschluss der Anode. Dort wird das Kühlwasser entnommen und eingefüllt. Das ist die Kathode, Entschuldigung, die Anode mit dem typischen Beryllium-Glas. Das Beryllium-Glas ist dafür da, dass bestimmte Spektren der Röntgenstrahlung gefiltert werden. Hier ist die Kathode. Typenbezeichnung. Und hier ist der Anschluss für die Heizung. Siedewassergekühlte Röntgenröhren. Dies ist eine Röntgenröhre mit sogenannter Siedewasserkühlung. Es ist ein Media Metallics System Philips, produziert von Röntgen Müller in Hamburg, circa 1920. Die Röntgenröhre selbst ist aufgebaut wie jede andere Röntgenröhre, mit dem Unterschied, dass die Anode aber durch Wasser gekühlt wird. Das Prinzip ist, dass eine verdampfende Flüssigkeit wesentlich mehr Energie aufnehmen kann, also absorbiert, als Luftkühlung. Die Röhre wird aufrecht betrieben und mit Wasser gefüllt. Oben ist der Anschluss für den Schornstein und unten sieht man das Wasserreservoir
Und dieses mit Kalk beschichtete Teil ist in die Anode eingetaucht und führt Kupfer und führt die Wärme ab. Das Wasser verdampft in der Röhre und durch die Verdampfung des Wassers wird die Wärme der Anode selbst entzogen. Das ist ein Blick in das Beryllium-Glas. Die Röhre ist mit Blei abgeschichtet. Hier ist die Typenbezeichnung. Und dann ein versuchter Blick in die Anode. Die Dichtungen sind leider schon korrodiert. Betrieben wurde diese Röhre auch bei ungefähr 100 bis 120.000 Volt. Röhren mit Drehanode. Das ist eine sogenannte Röntgenröhre mit Drehanode. Es ist eine Pantix P40 von Siemens. Das Prinzip einer Drehanode ist, dass die Anode selbst mit Hilfe eines Elektromotors von außen gedreht wird und dadurch die Wärme auf eine größere Oberfläche verteilt wird. Dies ist der Anschluss der Heizung. Das ist die Kathode. Das hier ist die Anode. Man sieht, dass die Anode bereits sehr stark geriffelt ist, also dass das Wolfram bereits stark angegriffen worden ist durch den langen Betrieb. Ebenfalls sieht man, dass das Wolfram schon teilweise verdampft ist durch die Metallanheftungen innerhalb der Röhre. Das ist der Anker für den Elektromotor, der mit Magneten die Anode dreht. Man sieht, dass die Anode lagernd aufgehängt ist. Und das ist der Anschluss der Anode. Drehanoden müssen nur noch mit einfacher Luftkühlung gekühlt werden. Und sie sind auch in der Lage, mit sogenannten Dauerstrich zu arbeiten, also im konstanten Betrieb.
Die Siemens Röntgenkugel, das erste portable Röntgensystem. So, ich bin umgezogen ins Museumszimmer, da jetzt ein etwas größeres Objekt vorgestellt wird. Es geht um die Röntgenkugel von Siemens, entwickelt ca. 1936. Die Röntgenkugel war das erste Röntgensystem, das portabel war und direkt am Lichtnetz betrieben werden konnte. Das heißt, die Röntgenkugel konnte zum Patienten ins Zimmer gefahren werden und direkt ans vorhandene Lichtnetz angeschlossen werden. Die Kugel selbst war höhenverstellbar. Ich konnte den Ausleger beliebig rausziehen bzw. auch in der Höhe verändern. Sowie auch die Kugel selbst in der Position beliebig verändern. Dadurch war es möglich, die Röntgen Quelle direkt über den Patienten zu fixieren. Und das war damals revolutionär. Das Prinzip ist, der Hochspannungstrafo selbst ist in der Röhre, Entschuldigung, in der Kugel eingebaut. Also der Hochspannungstrafo ist hier. Und die Röhre selbst, so schauen wir mal, ob wir das mit einer Hand hinbekommen. Die Röhre selbst ist innerhalb des Transformators montiert. Insofern bildet die Röntgenröhre selbst und der Transformator eine Einheit. Auch interessant an meiner Variante ist, es ist noch der Original-Zeitschalter der Firma Ritter vorhanden. Diese Röntgenkugel wurde bis in die 70er Jahre noch benutzt und die Zeitschalter wurden meist ausgetauscht durch elektronische Zeitschalter. Das ist noch der Original-mechanische Zeitschalter der Firma Ritter. Und auch interessant ist, innerhalb dieser Uhr ist die Aufheizzeit der Röhre mit integriert. Also wenn ich jetzt hier, ich habe eingestellt 4,5 Sekunden Belichtungszeit und der Timer berücksichtigt die Zeit, die die Röhre braucht, um aufzuheizen. Ausgelöst wird die Röhre, indem ich auf den Knopf drücke. Achtung! Und die Belichtung ist beendet. Das Einzige, was an dieser Röhre nicht mehr original ist, ist das Netzkabel. Das wurde irgendwann in den 70er Jahren ausgetauscht. Auch die Zuleitung vom Timer zur Kugel ist getauscht worden. Ansonsten ist das Gerät doch komplett im Originalzustand.
Das hier ist übrigens die Zahnarztvariante der Röntgenkugel. Und zwar die Chrom-Variante war die Zahnarztvariante, während die Beige-Variante die Version für den Wald- und Wiesenarzt war. Auch hier ist der Tubus eine Ausrichthilfe für den Filter. Den Tubus kann ich auch entfernen und sehe, dass es einhändig nicht wirklich funktioniert. Ist die Feder zu stark, bist du zu schwach? Gut. Innerhalb des Tubus ist noch ein kleiner Bleiring, der dafür sorgt, dass die Bestrahlung des Patienten auf minimal reduziert wird. Also das war schon zu einer Zeit, wo man sich Gedanken gemacht hat, dass der Patient nicht unnötig gegrillt werden muss. Und natürlich das wichtigste Argument war, die Röhre war portabel. Röntgenspiegel nach Zeiper. Beziehungsweise Röntgenfreund. Dies ist ein sogenannter Röntgenspiegel nach Zeiper, entwickelt circa 1910. Dies ist ein Zahnarztspiegel mit einer Beschichtung, die es mir erlaubt, das Röntgenbild direkt auf dem Spiegel sichtbar zu machen. Das ist die Form eines normalen Zahnarztspiegels. Das Prinzip war, dass neben dem Kopf des Patienten die Röntgenröhre platziert wurde und der Zahnarzt halt mit Hilfe des Spiegels schauen konnte, wo das Problem am Zahn ist. Wohlgemerkt, solange die Röhre lief, hat sich der Arzt minutenlang Zeit gelassen, um den Patienten zu untersuchen. Das Argument für diesen Spiegel war, sie sparen sich als Arzt die Photochemie und die Zeit. Diese sogenannten Röntgenspiegel bzw. Röntgenzahnarztspiegel gab es bis in die 1960er Jahre. Ein Modell aus den 50er Jahren war der sogenannte Röntgenfreund. Das ist die Originalwerbung. Komm, Fokus. Es gab auch einen Hinweis auf die Strahlenbelastung, immerhin, sowohl für den Arzt als auch den Patienten. Und so sah das Teil dann in echt aus. Das ist die Schirmung für den Patienten.
Das ist der Handgriff. Und das sind die Einsätze. Ach komm, Fokus. Das war der Röntgenfreund. Anwendung des Röntgenschirms. Dies ist ein sogenannter Röntgenschirm. Schon seit Beginn der Röntgenuntersuchungen wurden auf diese Art Patienten untersucht. Die Anwendung ist ganz einfach. Hier habe ich meinen Mann dargestellt als Patient und Röntgenarzt. Der Patient selbst wird vor die Röntgenröhre gestellt. In diesem Fall jetzt auch eine Röntgenkugel. Und der Röntgenarzt schaut durch den Röntgenschirm und sieht im Live-Betrieb praktisch das Röntgenbild. Er wird natürlich auch entsprechend durchleuchtet. Das war zu Anfang noch unbekannt. Erst in den 1920er Jahren ist aufgefallen, dass die Röntgenärzte wie die Fliegen von der Stange gefallen sind und hat man sich die Frage gestellt, könnte es vielleicht was damit zu tun haben. Dieser Röntgenschirm ist im Prinzip eine umgebaute Kamera. Im Inneren befindet sich der Röntgenschirm selbst. Die fluoreszierende Schicht leuchtet entsprechend im Röntgenbild. Die Stellen, wo abgedunkelt werden, sind auch im Bild dunkel, also das Bild ist ein Positivbild. Und die Kamera wollte ich schon sagen, der Röntgenschirm selbst kann auch zusammengefaltet werden. So, das Ganze ist einhändig etwas schwer zu demonstrieren. Damit ist es auch möglich, dass der Schirm transportiert werden kann. Diese Art der Röntgenschirme wurden auch bis weit in die 50er Jahre benutzt. Danke für das Zusehen und bis bald. Eventuell gibt es noch einen Bonus in Form eines vierten Teils.